Sie sehen, kochen oder nicht kochen. Die schönsten Rezepte zum Nachkochen oder nicht kochen mit Fred Combus. Ja, bonjour, madame, monsieur. Heute nicht aus meiner schönen Küche in Frankreich, weit weg von hier, sondern heute in Weißkirchen in der Gärtnerei Chez-Angel, wo wir sehen viele, viele Kräuter. Und Mademoiselle Emmanuel, bitte um das erste Kraut. Ich möchte Ihnen vorstellen, das ist eine Minze, leider nicht die französische Minze, sondern die bulgäre braune Nudelminze heißt die. Und ich habe mir sagen lassen von einem Kärntner, da gibt es die besten Kärntner Kasnocken aus der braunen Nudelminze. Sehr gut geeignet dafür und ganz bekannt. Blüht wunderbar von Juni bis September. Bitte das nächste Kraut, das ist das Basilikum. Basilikum sehr bekannt in der italienischen Küche natürlich, aber auch für die wunderbare Cousin de Légumes in Frankreich, für die Suppe hinein mit Mozzarella wunderbar zu genießen. Das nächste Kraut bitte, Madame. Ah, das nächste Kraut, da bin ich sehr stolz darauf als Franzose. Das ist der französische Majoran. Sie wissen, französischer Majoran, wunderbar für Suppen, für Erdäpfeln. Bonjour, bonjour, Madame, bonjour. Für Erdäpfel und auch ganz bekannt für den Ratatouille, den Gemüseauflauf in Frankreich. Bitte um das nächste Kraut. Merci beaucoup, Madame Emmanuel. Ah, das nächste Kraut, herrlich duftend, wunderbar in der französischen Küche zu verwenden für diverse Crêpes und auch Fischgerichte. Der Rosmarin, auch für das gute, bekannte französische Huhn. Einfach fantastisch. Ich bitte um das nächste Kraut, Madame Emmanuel. Merci beaucoup. Oh, der Winterthymian. Winterthymian, ein ganz bekanntes Kraut in der mediterranen Küche. Einfach ein toller Zwergstrauch. Wunderbar geeignet für die ganzen Fleischspeisen und auch für Soßen, für die französischen Soßen zum Dunken und wunderbar zum Riechen. Das war der Thymian. Oh, da kommt der Salbei. Der Salbei, ganz gut geeignet für die bekannten Erdäpfelspeisen, Kartoffelspeisen. Ganz gut zum Rösten. Zum Drüberstreuen über das bekannte französische Kartoffelpüree. Und last but not least, Emmanuel, vielen Dank, merci beaucoup, merci beaucoup. Chartreux-Minze, ich bin sehr stolz auf diese Chartreux-Minze, die kommt aus dem Süden von Frankreich, aus den Bergdörfern. Einen wunderbaren Geruch, sehr gut geeignet für diverse Speisen und auch ganz gut für die Nachspeisen. Und ich muss das nächste Kraut suchen. Irgendwas muss ich noch finden. Sie sahen, kochen oder nicht kochen. Die schönsten Rezepte zum Nachkochen oder nicht kochen mit Fred Combus.